Für die einen ist es keine Arbeit, für die anderen ihr Leben. YouTube. Wie viel Geld verdient man damit eigentlich? Beziehungsweise wie viel habe ich mit YouTube in den ersten beiden Jahren meiner Selbstständigkeit verdient? Eigentlich redet man ja nicht so wirklich über Geld und die aktuellen Zahlen zu zeigen, da rede ich persönlich auch nicht so gerne drüber, aber das kann wahrscheinlich jeder von euch auch verstehen. Ich habe mir gedacht, komm, aber die ersten Jahre, das ist jetzt irgendwie 5-4 Jahre her, da können wir mal drüber sprechen und ich kann euch zeigen, was ich am Anfang meiner Selbstständigkeit in den ersten beiden Jahren mit diesem Kanal hier verdient habe. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die Statistiken rein. Hier sind wir auch schon drin in der YouTube-Statistik und das ist für das Jahr 2019. Seht ihr hier oben rechts vom 01.01. bis zum 31.12.2019 und da sehen wir hier auch direkt die Gesamteinnahmen, also das Geld, was ich in einem Jahr mit diesem YouTube-Kanal hier verdient habe. Das sind 665.813 Yen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir diese Summe natürlich irgendwie in Euro umrechnen müssen und ihr dürft auf keinen Fall den aktuellen Wechselkurs nehmen, denn 2019 gab es ja noch einen ganz anderen Wechselkurs und der war wesentlich besser aus japanischer Sicht als der heute. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wie hoch der 2019 war, sondern ich rechne jetzt einfach mal mit 1 Euro 120 Yen, weil ich denke, dass das ein ganz guter Umrechnungskurs ist, der auch ungefähr die Kaufkraft irgendwie widerspiegelt. Wenn wir damit rechnen, dass 1 Euro ungefähr 120 Yen entspricht, kommt dabei raus 5548 Euro, die ich in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit mit diesem YouTube-Kanal hier gemacht habe. Wie setzen sich diese Einnahmen zusammen? Das gibt es hier bei Umsatzquelle und da sehen wir hier Anzeigen auf Wiedergabeseiten. Das ist die Werbung, die vor den Videos und innerhalb der Videos geschaltet wird und das sind 64,2%. Das ist schon einiges, ja. Dann haben wir hier den Superchat, das sind fast 200.000 Yen. Dann YouTube Premium, das sind die Leute von euch, die YouTube Premium haben und meine Videos gucken, da bekomme ich dann einen Anteil von und Super Sticker ist im Grunde das gleiche wie Super Chat. Ihr könnt euch das jetzt einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel Euro das sind, einfach diesen Betrag hier durch 120 teilen, ja. Dann bekommt man das hin, aber ich denke, so viel Mathematik aus der Schule, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch, wie das geht. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Das war also im ersten Jahr. Jetzt denkt euch wahrscheinlich, ja, aber 5000 Euro, das reicht doch nicht, um in einem Jahr leben zu können. Und nee, das reicht auch nicht. Aber es gibt neben den YouTube-Einnahmen ja noch die Spenden per PayPal, also nicht die Superchat-Spenden, sondern die PayPal-Spenden, die ihr mir zukommen habt lassen. Und ich habe natürlich noch meine Online-Kurse, die ich 2019 auch schon verkauft habe. Da habe ich längst noch nicht so viele gehabt, wie jetzt. Aber das hat eben auch schon ein bisschen abgeworfen. Und man muss auch dazu sagen, dass wir wirklich extremst sparsam am Anfang waren und es auch so ein bisschen für mich ein Risiko war. Ich wusste ganz ehrlich nicht, ob das mit der Selbstständigkeit funktioniert. Und das Glück, was wir hatten, ist, wenn man vom Ausland nach Japan zieht und man meldet sich an im Rathaus, dann meldet man sich automatisch auch an bei der Rentenversicherung und bei der Krankenversicherung. Und die fragen einen nach dem Vorjahreseinkommen, weil sich Rente und Krankenkasse nach dem Vorjahreseinkommen richten. Beziehungsweise für die Rente gibt es einen festen Betrag, aber wenn man wenig Einkommen im Vorjahr hatte, kann man sich die Rentenzahlungen befreien lassen, dann muss man die gar nicht zahlen. Und als sie im Rathaus gefragt haben, yo, Herr Capito, wie viel Einnahmen hatten Sie letztes Jahr? Habe ich gesagt, ja, ich war gar nicht hier. Dann meinen, ja, Sie waren gar nicht hier, Sie sind also erst aus Deutschland hierhin. Ja, dann haben Sie null. Ich so, okay, dann habe ich halt null, ne? Obwohl ich in Deutschland ein bisschen gearbeitet hatte, habe ich denen auch gesagt, aber die meinen, nee, das zählt nicht, es geht um Japan, ne? Sie haben null. Das heißt, wir haben uns komplett von der Rente befreien lassen, wir haben keine Rente bezahlt und Rente wären 16.000, ja, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren es noch 15.000 Yen pro Monat, pro Person. Das heißt, für mich und Mayu wären das 30.000 Yen gewesen und wir haben bei der Krankenkasse pro Monat, ich glaube, irgendwie 2000 Yen bezahlt. Das ist der absolut niedrigste Satz, den man überhaupt zahlen muss und ist absolut nichts. Das sind irgendwie so 15 Euro im Monat für Krankenkasse, für uns beide zusammen. Und da ich gesehen habe, dass wir nur so wenig zahlen müssen an Sozialversicherungsbeiträgen, habe ich gedacht, okay, vielleicht könnte ich das mit der Selbstständigkeit auch einfach mal wagen. Aber das Problem, wie ihr wisst, ist natürlich, im darauffolgenden Jahr hatte ich dann natürlich ein bisschen Einnahmen und dann muss ich auch mehr Rente und dann muss ich auch mehr Krankenversicherung zahlen. Das heißt, es war so ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit oder eine Hoffnung darauf, dass es funktioniert und dass ich bis zum nächsten Jahr genug meinen Umsatz steigern kann, damit ich die ganzen Rechnungen und Steuern dann hinterher eben auch zahlen kann, die dann im nächsten Jahr
anfallen. Und dass wir natürlich auch noch genug Geld so zum Leben haben. Ich meine, ihr kennt das Ergebnis. Wir sind jetzt vier, fünf Jahre weiter. Und ja, es hat funktioniert. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und das liegt vor allem auch an euch. Und natürlich auch an der Unterstützung, die ihr mir über PayPal habt zukommen lassen. Denn alleine von 5.000 Euro im Jahr, ja, im Jahr Umsatz, und da sind ja die Kosten noch gar nicht runtergerechnet, das ist ja Bruttoumsatz sozusagen, da kommen ja noch Kosten wie PC, Mikrofon und was weiß ich nicht alles dazu, und wenn man mal Vlogs macht, Reisekosten und so weiter und so fort, das ist da natürlich noch gar nicht von abgezogen. Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, wie sah es ein Jahr später aus, im Jahr 2020? Konnte ich da meine Einnahmen steigern? Und das schauen wir uns jetzt an. Hier befinden wir uns jetzt im Jahr 2020, also im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit. Und hier seht ihr auch direkt schon den Gesamtumsatz 2 Millionen Yen. Das ist ungefähr das Dreifache von dem, was ich im Jahr 2019 mit YouTube verdient habe. Das heißt, ich konnte in einem Jahr meinen Umsatz allein auf YouTube verdreifachen. Und das in Euro, ich rechne mal wieder eben, sind dann 16.822 Euro ungefähr, wenn man mit einem Umrechnungskurs von 1 Euro zu 120 Yen rechnet. 16.000 Euro in einem Jahr Bruttoumsatz, ne, wenn jetzt noch nicht die ganzen Ausgaben mitgerechnet sind, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, wie ihr wahrscheinlich wisst. Aber wenn man jetzt die PayPal-Spenden noch dazu nimmt und die Verkäufe der Online-Kurse, dann ist das zu was geworden, wovon man auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz vernünftig in Japan zumindest leben kann und über die Runden kommen kann. Und da hatte ich halt einfach Glück, dass der Kanal sich so gut entwickelt hat, dass so viele von euch Interesse an Japan haben, dass so viele von euch mich auch abseits von YouTube einfach unterstützt haben. Denn ansonsten wäre das schon im zweiten Jahr dann nicht mehr möglich gewesen. Also wären wir im zweiten Jahr auch bei den 5.000 Euro gewesen, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Job suchen müssen. Auch hier können wir natürlich nochmal schauen, wie setzt sich das Ganze zusammen. Eine Kanalmitgliedschaft ist jetzt hier reingekommen und ihr seht, die Kanalmitgliedschaft macht 741.000 Yen aus und das ist wirklich groß. Also die Kanalmitgliedschaft war so ein bisschen, ja, was heißt die Rettung? Rettung kann man jetzt vielleicht so nicht sagen, aber die Kanalmitgliedschaft hat unfassbar geholfen. Also die Leute von euch, die auch heute noch über die Kanalmitgliedschaft hier auf dem Kanal mich unterstützen, das ist eine unglaubliche Hilfe wirklich und stabilisiert das Ganze auch, weil es natürlich monatlich ist und nicht so wie die Anzeigen, weil ihr seht hier, die Anzeigen sind ungefähr 622.000 Yen, ne? Das sind nur 30%. Im Jahr 2019, was wir uns eben angesehen haben, als es die Mitgliedschaften noch nicht gab, haben die Werbeeinnahmen 60%, 64 waren das ausgemacht, und im zweiten Jahr nur noch 30%. Also Werbeeinnahmen allein auf YouTube bringen wirklich nicht so viel. Da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuschauer und Klicks haben. Denn alles außer diesen 30% hier, also 70% der Einnahmen, die ich über YouTube hier generiert habe in diesem Jahr, sind durch euch gekommen. Die Kanalmitgliedschaft ist durch euch, der Superchat ist durch euch, die Supersticker sind durch euch und ja, YouTube Premium ist im Grunde wie die Anzeigen, das kann man schon ein bisschen zusammenrechnen, sind wir bei 33% eigentlich. Grob gesagt, 70% meiner YouTube-Einnahmen kommen durch euch zustande. Und da sieht man auch einfach, wie wichtig die Finanzierung durch Zuschauer auch auf YouTube, nicht nur für mich, sondern für ja eigentlich fast jeden YouTuber ist. Wenn man jetzt nicht wirklich Millionen Klicks im Monat hat, dann kann man auch einfach nur von den Werbeeinnahmen leben. Ja, aber das sind die Einnahmen im zweiten Jahr gewesen. Ich bin damit super, super zufrieden gewesen. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich das überhaupt machen kann. Also für mich war es, wir sind nach Japan gekommen am 31.03.2019 und ich habe mir einen Anzug gekauft, ihr erinnert euch vielleicht an das Video, und wollte Shushokatsudo machen, also wie die Japaner hier einen Job suchen, und habe auch angefangen und habe mich auch bei so einer Recruitment-Firma gemeldet und habe auch ein Gespräch geführt und alles, aber es war einfach, ich konnte einen Monat kaum vernünftig schlafen, weil einfach dieses Jobproblem mich so fertig gemacht hat, weil ich wusste, hier ist YouTube und YouTube hat sich so ein bisschen in eine gute Richtung entwickelt, sodass ich mir gedacht habe, ist da eine Chance, irgendwie meine Leidenschaft Japan zum Beruf zu machen?
das Forschen, das Lernen über Japan, kann ich das vielleicht zum Beruf machen? Und dann, als ich mich entschieden habe, habe ich Vollgas gegeben, wie ihr auch wisst. Das war die Zeit, wo ich jeden Tag ein Video rausgehauen habe. Und es hat, Gott sei Dank, irgendwie funktioniert. Und jetzt, heute sind wir 5 Jahre Selbstständigkeit später und ich bin immer noch da. Ich weiß, jetzt interessieren euch natürlich auch noch die weiteren Jahre. Und ich habe gerade überlegt, ich habe gedacht, komm, ein Jahr machen wir noch. Ja. Ich gebe euch auch noch die Zahlen für das Jahr 2021, weil man dann, denke ich, so über 3 Jahre mal eine ganz gute Entwicklung auch einfach sehen kann. Hier sind wir mit den Zahlen für das Jahr 2021. Ihr seht es oben rechts. Und hier sehen wir einen Gesamtumsatz von 4 Millionen Yen, also etwas über 4 Millionen Yen. Ich gebe das mal ein hier. Und da wären wir bei einem Umsatz von ungefähr 37.000 Euro. Ja, und da sehen wir jetzt hier auch wieder Anzeigen auf Wiedergabeseiten. Diesmal ist die Einnahmen über die Werbung sind fast 50%. Das ist ein bisschen angestiegen, weil ich mehr Klicks hatte in dem Jahr. Mehr Klicks und dadurch ist das am rasantesten angestiegen, so könnte man sagen. Aber hier, Kanalmitgliedschaft auch absolut ein fetter Posten, ne? Und Superchat auch sehr, sehr wichtig. YouTube Premium, das ist auch ziemlich nach oben gegangen und Supersticker. Im Grunde alles wichtig. Ja? Aber da seht ihr, da konnte ich glaube, was haben wir beim letzten Jahr gehabt? Ich habe schon wieder vergessen, waren wir bei 2 Millionen, also das Ganze nochmal verdoppeln. Ich kann euch aber eins sagen, das Jahr 2022 war keine Verdopplung, also ich bin da nicht bei irgendwie 8 oder 9 Millionen. Das wäre wirklich krass. Also wenn man irgendwie, überlegt euch mal, 60.000, 70.000 Euro Umsatz durch YouTube irgendwie, das wäre schon heftig, aber so stark ist es nicht mehr angestiegen, auch bis heute nicht. Aber muss es auch gar nicht, ja. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem, wie es ist. Wir können davon ganz gut leben. Ich versuche natürlich, das noch ein bisschen weiter auszubauen, denn was auch wesentlich mehr geworden ist, sind die Ausgaben natürlich. Also gerade auch dieses Jahr, ihr habt es gesehen in den Vlogs, wir waren viel unterwegs. Ich versuche natürlich, wenn mehr Geld reinkommt, das auch irgendwie zu verwenden, um die Videos besser zu machen, um auch Zeit freizuschalten, um eben neue Dinge zu lernen, wie jetzt bei den Yamabushi, also den Leuten, die gerne in die Berge gehen und mir jetzt die Rituale und so beibringen. Also ich versuche natürlich, das Geld auch irgendwo zu investieren und euch damit irgendwie über die Videos und Online-Kurse und all das was zurückzugeben. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, das müsst ihr natürlich entscheiden, aber ich hoffe es zumindest. Und ja, also so eine Verdopplungssteigerung oder so, das gab es nicht mehr seit dem Jahr 2021. Ja, danach ist das Wachstum wesentlich geringer geworden. Man muss aber auch dazu sagen, Jahr 2021 müsste das Corona-Jahr gewesen sein. Und da waren natürlich viele zu Hause auch und haben dann wahrscheinlich nicht so viel Geld verwendet, weil sie keinen Japan-Urlaub machen konnten und so. Und haben dann gesagt, ja, spende ich dem Kevin mal was, wenigstens er kann in Japan was machen, dann sehe ich da durch die Vlogs von was, haben mir zumindest auch einige so geschrieben und ich denke, das war auch mit der Grund dafür, weshalb das Jahr 2021 so krass gewachsen ist im Vergleich zum Vorjahr. Genau, da hinzu kommen natürlich immer noch die PayPal-Spenden und die Online-Kurse, aber ehrlich gesagt, die Online-Kurse machen nicht so wahnsinnig viel aus. Ich habe zwar einige Online-Kurse und die haben sich über die Jahre jetzt auch gut verkauft, aber ich meine, ein Online-Kurs kostet irgendwie 9,99 € im Angebot und ansonsten kostet der 12,99 €, wenn ihr über meinen Link kauft. Da ist jetzt natürlich dann, und da geht auch wieder Geld von weg, also ich gebe da noch was ab, an die Partnerin, mit der ich das zusammen mache, meine ehemalige Chefin bei der Sprachschule. Also da kommt bei mir dann auch nicht 100% natürlich an. Also die Online-Kurse, ja, ich würde mich freuen, wenn die mehr abgehen würden noch. Ich muss noch mehr Online-Kurse auch machen, vielleicht wird es dann noch was. Aber es ist halt nett, auch so einen kleinen Nebenverdienst zu haben mit den Online-Kursen, wo halt immer was reinkommt dann. Nun gut, das waren jetzt mal die YouTube-Einnahmen der ersten 3 Jahre meiner Selbstständigkeit, also 2019, 2020, 2021. Für einige von euch wird das wenig klingen, für andere von euch vielleicht besonders viel. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Ich persönlich finde es immer unglaublich interessant zu sehen, wie andere Leute leben, wie sie ihr Geld verdienen. Und mich interessiert es auch immer, wie viel kann man eigentlich mit verschiedenen Berufen verdienen? Sowas wie YouTube hier zum Beispiel. Und wie ist da die Staffelung? Mit was verdient man das? Ne? Ich meine, ich habe jetzt alles offengelegt. Ja. Natürlich jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Das würdet ihr wahrscheinlich so auch nicht machen. Aber vielleicht, weiß nicht, 2, 3 Jahre später schauen wir uns die Zahlen von diesem Jahr dann jetzt mal an. Also machen das vielleicht jedes Jahr so ein Jahr ab jetzt oder
oder so, falls euch das interessiert. Wenn euch das nicht interessiert, ist auch in Ordnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich werde aber immer wieder gefragt und ich meine, der Großteil meiner Einnahmen ist eben durch euch finanziert und deswegen habe ich gedacht, habt ihr auch vielleicht irgendwo nicht unbedingt das Recht, aber vielleicht den Anspruch, vielleicht auch nicht unbedingt. Ich meine, ich muss es ja nicht zeigen, aber irgendwo, wenn ihr schon so viel für den Kanal, mich und meine Arbeit hier gebt, dann habe ich gedacht, ist es vielleicht auch ganz gut, euch mal wissen zu lassen, wie viel dabei eigentlich so rumkommt. Und vor allem die Anfangsphase von der Selbstständigkeit ist natürlich auch immer interessant. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, all die Zahlen, die ihr jetzt gesehen habt, es gibt eine Menge an Ausgaben, die ich natürlich auch habe und die müssen auch immer noch runtergerechnet werden. Es gibt Steuern, es gibt Krankenversicherung, es gibt Rentenversicherung, es gibt eine Menge Dinge, die man natürlich auch zahlen muss. Also das, was man über YouTube verdient oder was man generell verdient als Selbstständiger oder auch Arbeitnehmer, ist natürlich nicht immer das, was hinterher dann auch netto auf dem Konto ankommt. Das soll es aber auch gewesen sein. Ich hoffe, es war interessant für euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank immer für die ganze Unterstützung. Wie gesagt, dank eurer Unterstützung kann ich das überhaupt machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo all die Links zur Unterstützung sind, das wisst ihr mittlerweile. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.